So, auf zu Telefonzelle. Ach so, jetzt, ja, jetzt denke ich mal dran. Ich möchte das möglichst auch so spielen, dass die Credits das letzte sind, was wir in diesem Let's Play haben. Abgesehen halt von den Päckchen, das mache ich hinten dran, aber halt dieses Missionsgedöns. Okay. Some effort is why my wheels to blow. If I lose those wheels, my rep on the street will be dead. Pick up my car and take it over to the garage on St. Mark's, alright yo? Let them defuse that. Let them take care of that bomb. The clock's ticking and the wiring is messed up. One pothole too many and that thing could blow. Now move it. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie Probleme bekommen. Ja, steig doch mal bitte ein. Dass wir jetzt irgendwie groß unter Beschuss geraten. Ist jetzt natürlich die Frage, wo denn sein Auto steht. Okay. Ja, komm. Ja, die Zeit läuft. Komm. Haben wir hier eine Schadensanzeige? Okay. Na, das, was jetzt gerade mit den Autos war, jetzt nachträglich, also im Nachhinein, denke ich jetzt mal fast, das dachte ich, dass doch gar nicht die Mission war, die ich jetzt so befürchtet hatte. Ja gut, das werden wir sehen. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo der Tunnel jetzt überhaupt war. Und ich weiß auch gar nicht, wo die Werkstatt jetzt ist. Also ist die im zweiten Stadtbezirk? Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja, komm, das schaffen wir hier. Ja, es nervt bloß gerade, dass die Schrift so ein bisschen auf der Straße also bisschen die Sicht versperrt. Okay, das ist ja nett, dass die Brücke unten ist. Anderes hören, ja. Ui, das war nicht so gut, aber ich glaube, wir haben es fast geschafft. Ja, wir fahren jetzt einfach mal durch den Park. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht das Päckchen einsammle. Okay, ist ja nett vom Spiel. Ich vermute mal, dass das jetzt hier diese Bombenwerkstatt ist, oder? Müssen... Oh, nicht im Ernst, wir müssen jetzt... In den ersten Stadtbezirk. Ja, das ist doch Kacke. Ja, das könnte jetzt doch etwas eng werden. Aber gut, jetzt wissen wir wenigstens ungefähr, wo wir hin müssen. Ja, komm, gib mir noch mal ein bisschen Gas hier. Wie viel Zeit hatten wir? 5 Minuten? Oder? Waren das 5 Minuten? Ich meine, gut, wenn das jetzt 5 Minuten waren, dann sind wir jetzt ungefähr bei der Hälfte. Da ist die Zeit eigentlich relativ ausreichend. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier die Detonationszeit ist. Also
Nicht, dass es dann heißt, ja, in der Zeit musst du auch meinen Marken wieder zurückgebracht haben hier. Ah, erstmal kurz kratzen. Im Ernst? Ich soll dort hochfahren, wo die ganzen Typen rumballern? Die haben doch die Karre schneller zu ballern, als wir gucken können. Nein, das ist ja dumm. Nein, das ist jetzt dumm. Das ist jetzt richtig arschig. Okay, dann ging das doch. So, Wagen reparieren. Ganz schnell weg erstmal hier. So. Erstmal zur nächsten Werkstatt fahren. Okay, da ging das jetzt eigentlich. Also, ich habe schon befürchtet, dass sie jetzt übelst rumballern würden. Weil, wie gesagt, das eine Autorennen ist ja auch praktisch und spielbar, also jetzt momentan. Außer vielleicht mit dem Jeep, also mit dem gepanzerten Jeep hier, den wir hier von den Typen auf der Toilette bekommen haben. Ja, wie das klingt, auf der Toilette. Also, der unsere Mission uns auf der Toilette gegeben hat, ja. Ist eigentlich eine ziemlich gediegene Mission. Also ich habe jetzt gedacht, die wird vielleicht etwas schwieriger, weil ich habe befürchtet, dass wir halt unter Beschuss geraten. Aber doch, das ist jetzt gerade etwas gediegen. Ja, wenn man, wie gesagt, von der letzten Aufnahme die drei Parts sieht, und jetzt das, also da, das sind schon Unterschiede. Oh, das war knapp, wir hätten den Ball gerammt, aber wie gesagt, wir haben ja hier in der zweiten, in den zweiten Stadtteil haben wir ja auch mal eine Werkstatt. Das wäre nicht ganz so schlimm gewesen. Aber so macht es wirklich Spaß, wenn das so gut läuft, so halt. Das ist... Ja. Wie gesagt, die letzte Aufnahme, die hatte mich dann so abgepackt halt. Aber so macht es wirklich gerade richtig Spaß wieder. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir jemand von hinten reinfährt. Also, dass die dann nicht rechtzeitig bremsen können oder so. So, hier sind wir mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Weil hier weiß ich zum Beispiel gar nicht, wo eine Werkstatt ist. Es gibt sicher eine hier, aber wo ist die Frage? Wir haben, wie gesagt, auch gar keinen direkten Kartenaufruf, wo wir einfach mal nachschauen können. Achso, ja. Obwohl, die wird sicher irgendwo hier sein. Kann ich mir gut vorstellen. Thank you.
Oh, das ist echt gerade so chillig, so die Musik und halt so, ja, die Abenddämmerung, die so hereinbricht. Das hat gerade etwas. Oh, unser Auto steht sogar noch da. Will das Spiel sich bessern oder was? Also, sonst kommt das eher mal vor, dass ein Auto verschwindet, nur weil wir uns zu weit entfernt haben. Ah, okay. Wollte jetzt sagen, ich brauche einen Kreis, aber ja. Bloß nicht andere anecken. Okay, 20.000. Sehr schön. Und wir haben noch eine Mission von Telefonauftrag. Aber erstmal abspeichern. Achso, ja. Jetzt kommt wieder kein Auto, wenn man eins braucht. Doch, hier. Aber erstmal so runter gucken. Hä, was machst denn du da? Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. Sowas finde ich ganz cool, halt. Also gesagt, ja, du wirst langsamer laufen oder fahren. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, das geht ja doch um Zeit. Okay, zum Flughafen. Oder? Oh, ich fahre hier gerade wieder um den Kreis. Na, ich muss erstmal hier rauskommen aus dem Labyrinth. Ich fahre hier echt gerade komplett im Kreis. Wie gesagt, die Straßen, die sind ja so verwinkelt. Rein theoretisch hätte man vielleicht hinlaufen können, hätte man vielleicht mal Zeit gehabt, oder? Ich weiß es nicht. Ich fahre gerade auch den längsten Weg, den man sich überhaupt denken kann. Warum fängt denn die Zeit hier an? Kann denn die nicht am Zielort anfangen? Das ist echt ein bisschen blöd. Ich meine, wäre auch bescheuert, wenn ich jetzt erst dorthin laufe, weil ja. Okay, das sind die. Wie viel wird dafür einsammeln sollen? Okay, man merkt, der Wagen, der lässt sich immer schwergängiger fahren. Sag mal, ich räum mir bloß hier auf. Was haben denn die hier? Oh.
ja, man merkt es, die Karre kommt nicht richtig aus dem Knick und ich hätte wahrscheinlich jetzt hier reinfahren sollen. Oh, Blenke, Dummer! Boah! Nee, aber das ist dumm. Also, die Zeit, die hätte anfangen sollen, wenn wir jetzt hier in der Gegend sind, anstatt, also... Ja... Boah, ich komme vor, als fahre ich einen Panzer, der keine Reifen mehr hat oder irgendwie sowas. Ich hoffe, die zahlen mich jetzt nicht gleich raus irgendwie. Okay, und das war's. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie viel wir jetzt hier einsammeln sollen. Boah, fahre. Ja, und gleich wieder zurück zur Garage. Boah, die gehen auf den Sack. Oh, ich hoffe, dass die mir jetzt nicht irgendwie die Karre zu rammeln. Ui. Okay, welche Nummer war das? Okay, die 2 hier, oder? Okay, wir haben es geschafft. Ich dachte, wir müssen alle einsammeln. Ich wusste es jetzt nicht genau. Sehr schön. Okay, die Kollegen stehen da hinten. Und es ist eine neue Telefonhörermission verfügbar. Ich nehme aber jetzt erstmal ein anderes Auto. Ne, die Mission war jetzt eigentlich auch ganz cool und eigentlich ganz chillig halt. Weil ich dachte, wir müssen alles einsammeln halt. Ich meine, es wäre irgendwie schöner gewesen, wenn die Zeit erst begonnen hätte, wenn wir jetzt direkt hier in der Nähe wären und das erste eingesammelt hätten. Ich meine, von mir aus hätte man dann auch weniger Zeit gehen können, da hätte ich auch kein Problem, aber... Man gerät dann immer so ein bisschen, ich nenne es mal so, unter Stress, weil man dann denkt, ach nee, jetzt kommst du ja ewig nicht raus, hier verfährst du dich jetzt erstmal. Also gerade, weil die Umgebung, also gerade hier diese Stadtteil ist ziemlich, ja, verwinkelt. Ich meine, ich kenne mich ja jetzt hier einigermaßen aus, da ich das Spiel jetzt auch schon öfters durch habe, aber ich glaube, beim ersten Mal habe ich ja echt Probleme gehabt, mich hier überhaupt zurechtzufinden oder mich überhaupt hier rauszufinden halt. Weil das ist doch schon ziemlich verwinkelt hier. Ja, ich bin mal ganz schnell auf Toilette. Bis gleich. So, bin wieder da. Ja, ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Ich habe extra jetzt so ein kleines bisschen länger gewartet, nochmal ein bisschen aufs Handy geschaut, eine Nachricht zurückgeschrieben. Einfach damit die Tonspur, also die Tonausschläge für eine längere Zeit stumm sind, um dann zu sehen, ah, da könnte etwas zum Schneiden gehen. Ja. Weil gerade auch diese Aufnahme etwas länger ist, kann es sonst passieren, dass ich das irgendwie übersehen könnte. Ja,